Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe euch vor einiger Zeit die App Quick von GoPro vorgestellt. Da wurde ich kritisiert, ich hätte falsches Bildmaterial verwendet und so weiter. Und deswegen wollte ich das Video eigentlich neu aufnehmen, habe es bisher irgendwie aber noch nicht geschafft. Und jetzt ist mir GoPro quasi zuvor gekommen. Die haben ihre App neu aufgelegt. Die neue App heißt nicht mehr Quick, sondern GoPro Quick. Ich habe jetzt komischerweise beide Apps auf dem Handy, beziehungsweise auf dem iPad. Das ist die alte Quick App, die ich euch schon vorgestellt habe. Das Video verlinke ich euch am Ende dieses Videos. Und wir starten jetzt mal die neue, die general überarbeitete App. Ich habe hier ein paar Aufnahmen in meiner Bilderbibliothek gespeichert. Einfach um das mal zu demonstrieren. Und das ist jetzt die neue Quick App. Und wir können hier erstmal eine Tour machen. Hier tippen, um loszulegen. Hier ist deine Galerie. Sieh dir an, was du aufgenommen hast. Hier tippen, um Favoriten auszuwählen. Wähle ein paar Aufnahmen von einer Reise oder einem Ereignis. Je mehr, desto besser. Die von dir ausgewählten Fotos und Videos werden zu Mural hinzugefügt. Was auch immer das ist. Und dann kann man dem Ganzen einen Titel geben. Details speichern. Du hast Inhalte zu Mural hinzugefügt. Sieh dir jetzt Mural an und dessen Funktionen. Aus deinen Aufnahmen wird automatisch ein Highlight-Video erstellt. Sieh dir all deine Aufnahmen von diesem Ereignis an oder gib dem Ganzen einen passenden Titel. So kannst du das Design von Mural ändern. Außerdem kannst du mit Gesten zoomen. Du kannst jederzeit auf deine Galerie tippen, um Inhalte anzusehen, zu bearbeiten oder zu erstellen. Je mehr Inhalte du zu Mural hinzufügst, desto mehr Spaß wartet auf dich. Tour beenden. Na gut. Wir haben also diesen Button. Hier können wir Ereignisdetails ansehen, Titel und Datum ändern oder ein Ereignis löschen. Das ist eben der Mural. Und das ist der fertige Film, der automatisch erstellt wurde. Wir können hier aber auch auf Bearbeiten klicken und dann auf Pause. Ich fange nochmal von vorne an. Irgendwie war die alte App auf Anhieb einfacher zu kapieren. Ereignis löschen, anmelden mit Apple. Diesmal verzichte ich auf die Tour. Ich klicke hier gleich mal auf die Medien. Noch keine Medien. Jetzt kann ich hier zugreifen auf meine komplette Sammlung. Mal alles schnell markieren. Jetzt wurde quasi die komplette Sammlung als Highlight markiert. Und das dürfte jetzt auch entsprechend länger dauern, hier mit dem Hinzufügen. Irgendwann ist es dann aber auch fertig. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Und jetzt wird mir hier wieder ein Film automatisch zusammengeschnitten, wo ich Titel und Details ändern kann. Hier kann ich das Aussehen des Videoeditors verändern. App, Tablet bearbeitet, das sind die Medien. Übrigens werden Filme aus der alten Quick App importiert. Und jetzt möchte ich hier gerne mal ins Detail gehen. Ich klicke hier auf Bearbeiten, dann wird der Editor geladen. Und jetzt sehen wir hier sämtliche Videos und Bilder in der Reihenfolge, wie GoPro sie hier automatisch zusammengestellt hat. Und wir haben jetzt mit Hilfe der verschiedenen Tabs unten die Möglichkeit, das komplette Design des Films zu verändern, indem wir hier zum Beispiel auf Szene klicken. Oder auf Boxed. Oder auf Labs. Und ihr seht es ja selber, der Stil des Films beeinflusst die Art und Weise, wie die Übergänge hier zusammengefügt werden, etc. Wir können darüber hinaus zur Art, zum Stil des Videos passend auch andere Musikstücke auswählen. Und die Videos werden dann immer automatisch taktgenau passend zur Musik neu zusammengeschnitten. Wir können hier die Länge des Videos bestimmen
Und ganz rechts können wir das Videoformat ändern. Und ganz links finden wir eben wieder die Zeitleiste sozusagen. Und hier können wir mit dem Stiftsymbol einzelne Elemente anklicken. Hier haben wir die Möglichkeit, einzelne Szenen zu bearbeiten oder auch neue Szenen einzufügen, beispielsweise. Ich fange mal unten links an. Wir können einzelne Szenen zuschneiden und zwar manuell, automatisch oder im Highlight-Modus. Dazu muss man allerdings Highlights hinzufügen in den einzelnen Szenen. Das geht mit dieser Funktion. Wir können das Bild anpassen, das heißt den Bildausschnitt bzw. das Bildformat. Wir können das Bild drehen oder spiegeln. Und zwar in jede Richtung. Ein Klick auf das Häkchen speichert die Aktion. Dann können wir den einzelnen Szenen Filter hinzufügen. Ich habe so den Eindruck, die Filter sind ein bisschen mehr geworden gegenüber dem Vorgänger. Wir können die Geschwindigkeit des Videos anpassen. Das ist allerdings leider eine Premium-Funktion. Zumindest sieht das hier auf den ersten Blick so aus. Wir können die Lautstärke des Videos natürlich anpassen. Stumm schalten. Wir können Text hinzufügen. Wie zum Beispiel diesen Random Text. Die Frage ist jetzt allerdings, wo taucht er auf? Wir müssen wieder das Häkchen klicken. Und wir können das Ganze noch anpassen bezüglich Belichtung, Kontrast, Dynamik, Temperatur, Schatten und Highlights. Wir können das auch automatisch durchführen, wenn wir auf Fertig tappen. Kommen wir wieder zurück. Hier haben wir jetzt unseren Text, unsere Filter und so weiter und so fort. Und so können wir Szene für Szene unseren Film bearbeiten. Und wenn wir dann fertig sind mit unserem Video, können wir das Ganze zum Schluss speichern. Das Video wird jetzt vorbereitet bzw. gespeichert. Das dauert eine Weile. Meines Wissens wird das sogar in der GoPro Cloud gespeichert. Das war in der alten App schon so. So, und wenn das Ganze dann gespeichert ist, können wir es zu guter Letzt auch teilen oder eben in unserer Fotomediathek speichern. Und das war's eigentlich. Das war die GoPro App namens Quick, die neu überarbeitet wurde. Und spannend wäre jetzt auch noch die Frage, ob die fertigen Videos, in welcher Qualität die dann letztendlich vorliegen. Ja, tatsächlich ein MPEG-4-Film in der Auflösung 3840 mal 2160. Das heißt, so wie das Material auch aufgenommen wurde, ich glaube, das konnte der alte Quick Player nicht. Der hat alles in HD maximal exportiert. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut und tschüss.